Einmalige Figuren 3 von 27. Ordnungsoffizier Morris. Schrubben. Komm, lass mal hier. Deck schrubben. So, hier ist der Kartentypi. Lass mal auch gerade mal hier noch das Deck schrubben. Kann der irgendwas? Oder sie? Einen Sonnenschirm öffnen. Ja. Sind die Kinder hier irgendwas Besonderes? Sie hat das Ballspiel. Die sehen alle irgendwie. Ah, der Kleine hier. Guck mal, wenn ich weine, kommt da bestimmt jemand. Ah, so habe ich sie abgeleckt. Handschuh klatschen. Ah ja. Ah, Violin spielen. Lalalala. Okay, naja, wie auch immer. Ist ja furchtbar. Mit diesem Kind da hinten. Und sie so. Sonnenschirm öffnen. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Blablabla. Ah, so ein unfreundlicher Typ. Aber gut. Haben wir jetzt uns genug umgeschaut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter und versuchen unsere ach, dieses Übergeben, das ist echt unangenehm. Versuchen hier unser erstes Ziel zu schaffen. Clef, Clef. Köter ist das also. War jetzt auch nicht so eindeutig. Also das scheinen keine besonderen Personen zu sein. Die sehen alle gleich aus. Stellt sich jetzt die Frage, wo sind überall diese Babys? Ich kann mir kurz mal angucken, was man hier machen kann. Es ist offen, der Typ steht da. Also eine Sache... Ach, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach runter. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr spekulieren, was man machen kann, was nicht. Wie Boot auch, aber wie... Wie unglaublich charmant. Das sind wie hier, wie heißen diese Eierkartons, ne? Mit denen die ausstaffiert sind. Das ist ja super charmant. Gute Jack, mein Herr. Ja, gute Jack. Du siehst aber aus wie ein besonderer Typ. Einmalige Figur. Pirat Chuck. Okay. Das ist Pirat Chuck. An der Stelle sollte ich vielleicht nochmal erwähnen, falls ich das nicht gemacht habe. Das Spiel ist von Double Fine Productions und der Chef. Tim Schäfer war mit maßgeblich beteiligt an der Entwicklung von Monkey Island. Ja, mein Herr, Professor Ramses, ich werde aufpassen, dass nichts kaputt geht. Und ich werde dafür sorgen, dass nichts die Ausstellung verlässt. Geht etwas verloren oder kaputt, dann wird die Ausstellung verschoben und der Kapitän erfährt davon. Verloren oder kaputt? Sabotiere die Ausstellung, wenn Professor Ramses zum Kapitän geht. Okay. Ja! Ja! Okay, da schrecken sie sich. Ich möchte gerne mit dem Safari-Typ anfangen. Das war der erste, dem wir begegnet sind. Und ich hoffe mir so ein bisschen davon, dass das vielleicht das leichteste der Rätsel ist. Buffet, Ausstellung. Ja, das sind noch zwei Orte, wo wir hin müssen. Ich frage mich nur, was wir mit denen hier machen können. Was ist hier Chaos verursachen? Beiseite, lass mich warten. Och, wir können die Leute ohnmächtig werden lassen. Also Kapriole. Wir können die Kapriolen veranstalten, mitten auf dem Markt. Haha! So geht das. Ah ja. Wie witzig ist das denn?
Wer ist das hier? Ah, hier können wir also... Okay. Hier ist nichts. Was hat er denn da in der Hand? Grrr. Komm, komm. Ah, an den komme ich nicht rein. Hier reden. Brüll. Ja. Sehr, sehr witzig. Weiß nicht, wie man sie alle entzücken kann hier. Bleib von den Kulissen weg. Nee, mache ich nicht. Gute Aufwärtshaken. Bombs. Auf solche Kassen verursachen, sonst schließe ich die Safari. Das hat sich doch gut angehört. Zack. Mit dem können wir das also machen. Können wir ein paar Leute verprügeln. Zack, Mann. Haha. Fuck. Zack. Giraffe kriegt auch einen ab. Das ist jetzt ein bisschen plump, muss ich sagen. Aber sehr wirkungsvoll. Ach, habe ich die Kulisse jetzt kaputt gemacht? Das wollte ich ja nicht. Zack, Christiane verpasst. Ah. Will man verletzt werden? Ah. Vielleicht kriegst du auch noch eine verpasst hier. Wie sie das hier alles wegtragen. Hier. Vielleicht kann ich hier noch so einen Elefant vermöbeln. Oder einen Baum fällen. Hier ein Wildschwein. Da kommt schon. Ich sag hier, du. Du kriegst einen ab. Dann kriegst du halt einen ab. Batz. Meine Großmutter kann fest zuschlagen. Kann ich auch wirklich funktionieren. Ach hier, Moment. So. Das reicht jetzt, die Safari ist geschlossen. Die Safari wurde schon wieder geschlossen. Ich muss mit dem Kapitän darüber sprechen. Mama, 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 Mama. Niemand darf durch. Was? Ich will zum Captain. Okay, wir haben eine von vier Möglichkeiten, die Safari zu schließen. Roar. Dann würde ich gerne noch ein paar andere ausprobieren. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Weil wir haben ja gesehen, irgendwie können wir das hier aufhalten. Ich frage mich nur, was wir davon haben, wenn wir hier das Ding hier aufhalten. Vielleicht von innen? Was ist denn da noch so alles? Was bist denn du? Was kann man denn hier wohl noch so machen? Tiere sind hier angelockt. Hier muss man bestimmt auch noch irgendwas machen können. Vielleicht, ich bräuchte noch irgendeine Zwischengröße. Wenn ich die mal kurz missbrauchen dürfte, um nochmal kurz in den hier reinzugehen. Dieses Rennrad ist eine Gefahr. Pass mal auf. Wenn das kommt, boxe ich die gleich nochmal. Gucken wir mal, was passiert. So, jetzt vielleicht. Wenn ihr euch bewegt, so, jetzt mal schnell hier rein. Okay, ich dachte, jetzt kann ich hier, naja, Chaos halt verursachen. Kann man hier noch Chaos verursachen? Das muss aber irgendwie anders gehen. Tempel ist sehr willkommen. Was ist das denn? Was war das denn gerade?
Auf jeden Fall freuen die anderen sich schwindelig. Zuckerschock. Wir können einen Zuckerschock simulieren. Aha! Einmal die Figuren. Okay. Wir können die Kanone drehen. Tiere sind die einzig erlaubten Ziele. Ach, wie witzig. Ach, dann kann ich doch bestimmt hier in hier reinschießen, oder? Haha! Offen. Dieser gefährliche Fehlschuss ist ein Bote des Chaos. Die Safari ist geschlossen. Tada! Okay, das war nochmal. Das war der zweite Weg, die Fehlschuss. Sehr schön, sehr schön. Okay. Wir haben geschossen. Wir haben. Brüll. Was war das denn? Pupsen. Kleiner Stinker. Okay. Jetzt muss ich hier, okay, das ist auch ein ziemlich billiges Achievement. Aber wir kriegen den goldenen Blähbauch. Das ist schön. Gut, was hätten wir denn noch? Ist hier noch was versteckt oder so? Alles nur Kulissen, bisschen Pappe. Ditte. Und was macht der hier? Dieses Rennrad ist eigentlich. Haben wir mit Rennrad müssen wir noch irgendwas machen können? Damit müssen wir irgendwas machen können. Wir warten darauf, dass uns jemand sagt, dass wir die Treppe verschieben sollen. Ja, dann. Mach das doch. Ne, warte. Kann ich. Ne, ich kann noch nicht in ihn rein. Ich bräuchte. Müsste mir mal kurz wieder einen Bogen. Das sind mehrere von den Boxern. Es wird wieder Zeit für eine Pause. Was? So, jetzt vermöge ich die hier alle. Ich verstehe dieses Rad noch nicht. Na, okay, das war das. Ah, das Rennrad ist eine Gefahr. Vielleicht. Was hat der denn dann noch? Ach so, der hat dann. Ich meine, es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir uns in ihn hier rein. Ach so, das geht nicht. Das wird angezeigt, dass es nicht geht. Weil wäre natürlich auch ziemlich einfach, in den reinzugehen und dann dieses Schild selber umzuschieben. Umzulegen. Hier die. Ach, ich weiß es gerade nicht. Schauen wir uns mal das nächste an. Vielleicht mache ich ja noch so ein paar Sachen offscreen. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal. Wie gesagt, wir schauen uns mal um, was wir hier noch so machen können. Okay. Zimmer. Badezimmer mit einem goldenen Thron. Ein Perlmutt-Thron. Sieht zumindest aus. Ist einer von euch irgendwas Besonderes? Nein. Der wünschte, er wäre es. Ach, guck mal. Kannst du mir helfen, meine. Einen älteren Herrn? Keine Ahnung. Illusionsfamilie. Aha, okay, ja. Phantomillusion. Warte mal, die gehört doch schon dazu. Nee, das war die mit der Violine. Das ist ein Vierer-Set auf jeden Fall.
Aber wenn ich schon dabei bin. Da oben war doch. War das nicht oben? Hier war doch dieser Illusionshund, oder? War das der zufälligerweise der kleinste? Wo ist der denn? Die flitzen ja alle so rum. Die Violinistin ist es nicht. Stopp, die Kaviarlieferung damit ich mal damit raus. Okay, hier muss die Kaviarlieferung gestoppt werden. Und er wieder, er kann ja. Was ist das? Das sieht ziemlich eklig aus. Das ist bestimmt dieser Haferbrei. Aber es sind keine besonderen Personen, glaube ich. Ich würde. Ach, guck mal. Mama. Ja, hier. So, Nummer 2. Die hätten wir, brauchen wir den kleinsten. Hier der Künstler. Da gehen wir auch noch später hin. Also ich denke mal, dass es ein besonderer ist. Mal gucken, was der noch so. Ist der Typ, ein Typ mit einem Anker? Das sind ja alles irgendwie besondere Typen, denke ich mal. So. Stopp die Kaviar. 5 Möglichkeiten, die Kaviar-Lieferung zu stoppen. Es kommt einem so ein bisschen vor wie Hitman, ne? Nur viel friedlicher alles hier. Viel. Ah, hier. Hey, warte mal. Nicht so schnell. Dann brauchen wir nur mit den. Den Papa, dann haben wir die Illusionsfamilie voll. Tja, wo wir den wohl haben. Ah. Also ist ja eigentlich dann auch schwer zu übersehen, denke ich mal, ne? Weil der ist ja dann der größte. Papa. Hier oben vielleicht. Im Kartenraum ist er nicht. So, hier war ja auch nichts. Oh. Kotz. Höhen, Brech. Schon ein klein bisschen eklig, ich finde den nicht. Was steht denn da? Zuvor fallen gelassener Anker. Kunsthandel. Jetzt schaue ich mich nochmal unten um. Irgendwo muss ja der Papa sein. Da ist er doch, da haben wir ihn, der Papa. Der hier. Beatrice, bist du das? Ja. Huhu, Herr der Verwirrung. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, die Illusionistenfamilie. Mit Mama. Mit Papa. Mit der hässlichen kleinen Tochter. Und mit dem noch hässlicheren Hundesohn. Seht, meine Tochter, wie sie durch meine eigene Frau zerlegt wird. Zzt, zzt. Ups, da ist ja komisch, da ist ja gar nichts drin. Und jetzt einen großen Applaus für meine wagemutige Familie. Ups. Beim Hut des großen Copperfields, wo seid ihr denn alle hin? Witzig, witzig, sie haben sich versteckt. Na gut, dann sind wir wieder Charlie Blackmore und versuchen. Was machen wir denn jetzt eigentlich als nächstes? Oder wollen wir hier hin? Die Ausstellung sabotieren? Eine Käsesphinx. Eine leckere Käsesphinx. Hier darf ja nichts verschwinden. Komm, wir essen die auf. Haha. Keine Ratten dürfen hier rein. Ich hätte gerne etwas. Deswegen dürfen hier keine Ratten rein.